Ja, hallo, ich leite jetzt Seite 149 die 6c ab. Das ist die siebte Wurzel x hoch 3 h von x mal Cosinus, also Klammer auf Cosinus von x und Klammer zum Quadrat. Das geht Richtung Produktregel. Also u von x und v von x und ich brauche jetzt hier ein u-v plus uv-. Und da lohnt es sich, eine Nebenrechnung zu machen. Also Nebenrechnung. U von x ist siebte Wurzel aus x hoch 3. Das schreibe ich mit den Potenzgesetzen anders. Das ist x hoch 3 Siebtel. Und wenn ich das ableite, U' von x, dann habe ich 3 Siebtel x hoch 3 Siebtel minus 1. Also 3 Siebtel minus 7 Siebtel ist minus 4 Siebtel. Und, oh, ist das kompliziert. 3 Siebtel mal x hoch minus 4 Siebtel. Nicht wirklich schön, aber 3 Siebtel mal 1 durch. Und jetzt könnte ich es wieder als Wurzel schreiben, ja. Siebte Wurzel aus x hoch 4 oder ich schreibe. Ich kann es auch so stehen lassen. Also das ist auch schon okay. Die nächste, v von x, ist Cosinus von x in Klammern zum Quadrat. Dann habe ich v' von x, das ist die Kettenregel, außen, innen. Also erst 2 mal Cosinus von x hoch 1 quasi, also außen ableiten, innen stehen lassen. Cosinus gibt minus Sinus. Und jetzt, das was man hat, einfach nutzen. V-Strich und da habe ich mein U-Strich und mein U und mein V und das alles oben einsetzen. Also 3 Siebtel mal, ich mache es mit hoch minus 4 Siebtel, das finde ich jetzt hübsch. 4 Siebtel mal V, also mal Klammer auf Cosinus von x Quadrat plus. Das ist siebte Wurzel aus x hoch 3 mal, und jetzt das hier abgeleitet, 2 Cosinus von x mal minus Sinus von x. Fertig, man könnte noch ein bisschen was vereinfachen, aber nicht viel. Also so dieses Minus da vorne, aus dem Plus dann ein Minus machen. Vielleicht Cosinus ausklammern, aber hier geht es nur ums Vereinfachen und nur ums Ableiten.